Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Reihe Analysis. In diesem Video geht es um kompakte Intervalle, oder genauer gesagt um Intervalle, die nicht kompakt sind. Ihr erinnert euch ja sicherlich alle, wenn wir hier die reellen Zahlen gerade haben, dann sind Intervalle, die so aussehen, also hier von einem Punkt A, dieser Punkt A gehört noch dazu, bis zu einem Punkt B und der Punkt B gehört auch noch dazu. Das sind also diese eckigen Klammern hier, die sagen, dass die beiden Randpunkte noch dazu gehören. So ein Intervall ist abgeschlossen und beschränkt. Also abgeschlossen heißt, die beiden Randpunkte gehören dazu. Und ja, beschränkt sieht man diese beiden Punkte A und B, das sind die Schranken. Und abgeschlossen und beschränkt, das heißt zusammen kompakt. Und dann gibt es ja aber noch eine andere Formulierung für kompakt. Und um die soll es jetzt ja eigentlich hauptsächlich gehen. Die sagte ja nämlich, oder vielleicht manche hören das vielleicht auch zum ersten Mal, die sagt Folgendes. Wenn man eine offene Überdeckung hat, also das heißt eine Familie von offenen Mengen, die diese Menge überdeckt, also die zum Beispiel dieses Intervall hier überdeckt, dann gibt es in dieser Familie von offenen Mengen eine endliche Teilfamilie, die man auch nehmen kann, die auch noch das Ganze überdecken. Das ist kompakt. Und ja, was wir jetzt also hier machen wollen, ist also praktisch das Thema für diese Lektion, uns mal anzugucken, was ist denn hier mit so einem Intervall hier, was hier so offen ist. Also dieser Punkt hier gehört nicht dazu, runde Klammer. Und dieser Punkt gehört dazu, also der linke Punkt gehört nicht dazu und der rechte Punkt gehört dazu, das ist ein sogenanntes halboffenes Intervall. Ist denn so ein halboffenes Intervall kompakt im Sinne, wie ich es gerade beschrieben habe, also mit endlichen Teilüberdeckungen? Ist es also der Fall, dass wir für jede offene Überdeckung von diesem halboffenen Intervall eine endliche Teilüberdeckung finden, die das Ganze auch noch überdeckt? Und ja, Spoiler, wir werden sehen, dass das nicht der Fall ist. Ja, schreiben wir uns erstmal eine offene Überdeckung hin und dann suchen wir daraus eben, und dann zeigen wir eben, dass eine endliche Teilüberdeckung von dieser Überdeckung, die wir gleich hinschreiben, nicht funktioniert. Also unsere offene Überdeckung, also machen wir das Ganze mal ein bisschen konkreter, sagen wir, das hier ist der Punkt, also hier ist 0, ja, und 0 gehört aber gerade hier nicht mehr zu diesem Intervall. Also diese Punkte, dieses Intervall hier, zu dem gehören alle Punkte bis an 0 heran, aber 0 selber nicht mehr. Und das hier soll 1 sein. So, und ja, dann können wir, ich werde mal eben dieses obere Bild hier weg, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Dann können wir jetzt ja mal eine offene Überdeckung davon angeben. Und zwar behaupte ich, wenn wir Intervalle nehmen, die so aussehen. Epsilon bis 2. Und zwar dieses Epsilon, das soll jetzt hier zwischen, also Epsilon soll größer als 0 sein und soll kleiner als 2 sein. Ja, also all diese Werte Epsilon sind jetzt hier als Intervalle zugelassen. Also das heißt, das sind überabzählbar viele Intervalle, die wir hier haben. Und machen uns erstmal klar, dass das eine Überdeckung ist. Also wenn wir hier irgendeinen Punkt in diesem Intervall, in diesem halboffenen Intervall 0, 1 nehmen, also zum Beispiel hier A, ja, dann nehmen wir einfach A halbe. Okay, das wäre hier ungefähr. Und dann definieren wir uns eben einfach Epsilon halbe. Ich meine Epsilon. A halbe. Ja, und dieses Epsilon, das erfüllt diese Bedingung hier, das ist größer als 0, weil dieses A hier ist ja größer als 0. Und wenn A größer ist als 0, dann ist auch die Hälfte von A größer als 0. Also dieses so definierte Epsilon, das würde jetzt also hier irgendwo sitzen. Hier ist A halbe, okay, hier. So, und dann hätten wir das Intervall von diesem Epsilon bis 2, also das wäre, ein Stück weiter, hier ist irgendwo 2. Ja, also das wäre dieses Intervall von hier bis, ja, das soll ja eigentlich nicht dazugehören, so, bis da. Und so können wir das für jeden Punkt A spielen. Also wir können jeden Punkt
in diesem Intervall von 0 bis 1 können wir überdecken mit Intervallen, die so aussehen. Und deswegen ist das also eine offene Überdeckung. Ich schreibe es nochmal eben hin. Das ist also eine offene Überdeckung. Aber das sind, wie gesagt, überabzählbar viele Intervalle, die wir hier haben. Und die Frage ist jetzt, was ist mit endlich viel? Ja, wenn wir endlich viele Intervalle haben, also betrachten wir mal hier eine endliche Menge, ich könnte auch sagen eine endliche Kollektion von Intervallen, aus dieser Familie. Ja, dieser Familie haben wir noch keinen Namen gegeben, sagen wir, die heißt Familie F, ja. Also, wir nehmen endlich viele Intervalle aus F heraus. Ja, wenn wir endlich viele haben, dann können wir das Minimum angucken. Aus so einer endlichen Menge, dann haben wir auch endlich viele Epsilons und aus endlich vielen Epsilons können wir ein Minimum wählen. Also, mit anderen Worten, wir können das kleinste Epsilon wählen. Wähle das kleinste Epsilon. Da sagen wir, diese Teilfamilie, die nennen wir F'. Ja? Also F' wird aus F rausgeholt. Und wähle jetzt das kleinste Epsilon aus F'. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, sagen wir mal, ich mache es nochmal eben sauber hin. Also wir haben hier unsere Gerade, hier ist wieder die 0 und hier ist wieder die 1 und hier ist wieder die 2. Und wenn wir jetzt mal unser Epsilon eintragen, also wie gesagt, Epsilon ist jetzt das kleinste aus dieser Kollektion, dann liegt das also hier irgendwo. Das ist unser Epsilon. Und ja, was ist jetzt mit diesem Punkt Epsilon halbe, also dieser Punkt hier? Das zeichne ich mal mit, sagen wir mal mit Rot ein, damit man das an der Tafel sehen kann. Dieser Punkt hier, das ist Epsilon halbe. Für diesen Punkt Epsilon halbe haben wir jetzt offensichtlich in unserem Vorrat, in unserem endlichen Vorrat von Intervallen, kein Intervall, das diesen Punkt Epsilon halbe noch mit erwischen könnte. Also das heißt, egal was wir für eine endliche Teilfamilie hier wählen, wir finden immer hier, wenn wir das kleinste Epsilon nehmen und dann Epsilon halbe, haben wir immer so einen Punkt, den wir mit so einer endlichen Teilfamilie nicht überdecken können. Und damit hat also diese offene Überdeckung keine endliche Teilüberdeckung. Und damit sehen wir also, dass dieses Intervall, was wir jetzt hier vorhin besprochen haben, bevor ich es gradiert hatte, also dieses Intervall hier, dieses halboffene Intervall von 0 bis 1, wo also 0 nicht dazugehört, aber 1 sehr wohl, das ist also nicht kompakt, erfüllt also nicht diese Bedingung, dass jede offene Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung hat. Und ja, soweit also dieses Beispiel. Ja, wenn ihr noch mehr Analysis sehen wollt, dann findet ihr das auf meinem Kanal in der Playlist Analysis und natürlich auch viele weitere Themen aus der Uni-Mathematik. Und an dieser Stelle verweise ich auch auf den neuen Kanal, Mathe-Kanal Schule. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn das Video geholfen hat, bitte Like drücken und den Kanal abonnieren und so weiter. Ihr kennt das. Und dann bis zum nächsten Mal.